In der Klinik am Südring wird eine junge Frau mit extremer Atemnot jetzt zum Einsatz für den diensthabenden Arzt Dr. Simon Krotmann. Die Beschwerden der 25-Jährigen haben bereits ein bedrohliches Ausmaß erreicht. Ja, jetzt sagen Sie mal, was ist passiert? Ich bin heute Morgen aufgewacht und ja? Ich habe kaum Luft bekommen. Das, ja? Das ist so, als wäre meine ganze Brust zugeschnürt. Ja. Ja. Und dann habe ich auch noch so blau verfärbte Finger. Oh, die sind auch ganz kalt. Die sind ganz eiskalt. Die junge Dame, die sich in der Notaufnahme vorstellte, klagte über massive Dyspnoe, also massive Atemprobleme, die sie seit der Nacht festgestellt hat, ohne dass sie sich eines Traumas, also eines Unfalls oder irgendwo einer Infektion irgendwo bewusst war. Husten, irgendetwas, nichts, nein. Kein Auswurf, gar nichts? Nein, nur, dass ich keine Luft kriege. Ja. Und ich gehe mir mal nach hinten, ziehe mal ein bisschen nach oben. Nehmen wir einmal ein bisschen hoch, ne? Und dann mit offenem Mund mal ein bisschen tiefer ein- und ausatmen. Okay. Ah, das hört sich ein bisschen eingedichtet an. Beim Abhören der Lunge fiel auf, dass der linke Lungenflügel deutlich minder durchflutet war. Und auch beim Abklopfen fand man eine sehr große Eindichtung. Das hört sich irgendwie an. Gut, die Finger sind zwar kalt, aber... Haben wir ein Oximeter hier? Ich würde gerne mal die Sauerstoffversorgung sehen. Ansonsten, Krankheiten sind keine bekannt. Also irgendwo in der Familie oder irgendetwas mit Durchblutungsstörungen oder so, nichts bekannt. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Also auf der rechten Seite ist es sehr stark eingedichtet. Also, man hört gar nichts. Das kann möglicherweise entweder mit einer starken Bronchitis einhergehen oder aber auch mit einer Lungenentzündung. Wir müssen auf jeden Fall ein Röntgenbild machen der Lunge, um zu sehen, ob da irgendwo eine Eindichtung zu sehen ist. So, damit ist können wir jetzt die Sauerstoffsättigung einmal messen. Boah, das geht ja gar nicht. Das geht auch gar nicht. Nee, geht nicht. Ne? Das liegt an den kalten Fingern. Dadurch, dass Sie so kalte Finger haben, funktioniert auch die Messung nicht. Wir legen eine Vigo, bitte, machen eine Blutabnahme und gleichzeitig auch bitte dann noch mal im Röntgen anrufen, dass wir einen Röntgenthorax bekommen. Ein Pulsoximeter wird benutzt, um die Sauerstoffsättigung im Blut festzustellen. Und das wird normalerweise in der einfachen Form an den Fingern gemacht. Wenn allerdings die Finger natürlich durch eine Vasokonstriktion, also das heißt also durch eine Verengung der Blutgefäße, nicht mehr richtig versorgt sind, das heißt also kein Blut mehr da reinkommt, kann natürlich dann auch der Pulsoximeter nicht mehr funktionieren. Wir messen auch im Blut einmal die Sauerstoffversorgung, weil dadurch, dass Sie so kalte Finger haben, kriegen wir das über den kleinen Pulsoximeter, kriegen wir das nicht hin und müssen das dann über das Blut machen, ne? Und sehen dann, ob Ihre Sauerstoffversorgung möglicherweise zu wenig ist, wodurch die blauen Hände dann auch ein bisschen erklärt werden können. Wissen Sie denn, woher das kommen kann? Sie hatte vor ein paar Wochen mal eine kleine Erkältung, aber mehr war da auch nicht. Ah, also hatten Sie doch schon was. Ja, aber... Das war nur eine Erkältung, das war nichts. Als die Freundin der Patientin dann aber zum Besten gab, dass eigentlich schon seit einigen Wochen so eine leichte Erkältung im Anflug war, da wurde ich natürlich hellhörig und das konnte natürlich dann auch die mögliche Weiterentwicklung zu einer Lungenentzündung erklären. Ich war kurz beim Arzt, aber habe das dann selbst zu Hause behandelt. Okay. Weil ich musste auch noch arbeiten gehen und das war ja auch alles... Ja, alles dann ganz aber das geht nicht. Also Sie sehen ja jetzt, was möglicherweise daraus entstanden ist. Also das geht nicht, kann ich natürlich nachvollziehen auf der einen Seite, aber die Gesundheit geht eigentlich vor. Auf Nachfrage hat die Patientin dann auch erklärt, dass sie aufgrund der Aufnahme eines neuen Jobs nicht fehlen wollte und hat deswegen die Erkältung bagatellisiert und hat sie mehr oder weniger probiert, zu Hause so ein bisschen wegzuschieben, nicht zu behandeln, auch keine Ruhe einzuhalten und hat daraufhin natürlich ihr Immunsystem vollkommen überladen. Und somit der möglichen Weiterentwicklung und der Verschlimmerung des Ganzen Vorschub geleistet. Statistiken belegen, jeder zweite Angestellte in Deutschland geht aus Angst um den Job auch krank zur Arbeit. Welche Folgen das für diese Patientin hat, werden nun die Kollegen in der Radiologie untersuchen. Auf dem Weg dorthin kommt es im Wartebereich zu einem unerwarteten Zwischenfall. Oh, was ist da? Hilfe! Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Ich hole was in meine Trage. Genau, hier laufen. Ich komme mit. Was ist passiert? Ja, ich komme mit. Das hat stolpert? Ja.
Ah, was machen Sie hier? Sind Sie... Die Schule hatte mich informiert. Der Junge, der hat... Setz dich mal. Schwindelig und übel gewesen. Im Prinzip ist die Herausforderung bei der Arbeit in der Notaufnahme, dass man nie genau weiß, was jetzt im nächsten Moment kommt, was einen erwartet. Und genauso war es auch hier. Nachdem die Patientin eigentlich schon zum Röntgen unterwegs war, war plötzlich draußen ein dumpfer Schlag zu hören. Und auf Schauen und Zuruf war klar, dass ein Junge plötzlich ohnmächtig von den Wartestühlen gekippt ist. So, bitte gleich mal EKG anschließen und Sauerstoffsättigung. So, wir müssen einmal den Pullover ausziehen. Geht das? Oh, du hast ja so viel an. Die Beschwerden hatte schon mal vorher. Kannst du dich aufsetzen? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Es ist, zieh bitte einmal aus. Völlig. Ja. Ich glaube, jetzt hast du noch ein T-Shirt. Plötzlich aufgetreten, akut. Kannst du das auch noch ausziehen? Keine Ahnung, warum es ihm plötzlich so schlecht geht. Okay. Nur das noch. Das Unterhemdchen lassen wir an. Okay, und schwindelig oder so, dass er das schon mal hatte, dass ihm schon mal schwindelig wurde oder dass er schon mal die Bewusstsein verloren hat. Ich klebe ja die Elektroden mal hier drauf und dann müssen wir unbedingt das EKG. Ich höre mir gerade mal dein Herz an. Ist dir das schon mal passiert? Ist dir schon mal so schwummrig geworden? Nein? Das ist zum ersten Mal? Ja. Oh, das stolpert richtig. Und andauernd und immer wieder Aussetzer darf drin. Ich schon mal kleben? Dann kann das gut sein, dass er jetzt zusammen, dass er eben das Bewusstsein kurz verloren hat, weil also so vom Herzen höher ist das vollkommen unregelmäßig. Und diese Aussetzer können dann damit einhergehen, dass plötzlich das Hirn zu wenig Sauerstoff bekommt und er umfällt. Jetzt ist nur die Frage, woher er das hat. Deswegen in der Familie irgendwelche Herzerkrankungen. Nicht, also keine Frage, Großeltern, sonst wer? Niemand? Nein, aus der Familie niemand. Okay. Hast du heute gut gegessen? Ganz normal gegessen? Und wir ernähren uns sehr gesund. Wir achten sehr auf gesunde Ernährung, kochen alles frisch und auch kein Fastfood und so. Gut, wir legen einmal bitte noch eine Vigo. Ja. Machen eine Blutabnahme. Ja. Elektrolyte und Standardprogramm. Bei dem Auftreten von Herzrhythmusstörungen ist natürlich der erste Gedanke, gibt es mögliche Vorerkrankungen in der Familie? Irgendwelche Herzinfarkte, Herzerkrankungen, die vielleicht da schon so einen Hinweis geben könnten. Deswegen auch die Frage hier bei der Mutter, was allerdings vollkommen verneint wurde. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Also, es zeigt sich auch auf dem EKG ganz klar, es sind Rhythmusstörungen, also extra Schläge im EKG mit drin, die das erklären können. Ne? Jetzt muss man eben, wie gesagt, was ich eben schon meinte, schauen, gibt es irgendwo einen Anhalt, irgendwo einen Hinweis, woher das kommen könnte. Ne? Nachdem wir den Jungen dann verkabelt haben und auf dem EKG eigentlich erst einmal eine harmlose Extrasystolie, das heißt also harmlose Extraschläge festgestellt haben, der Junge auch vollkommen orientiert wieder war, konnten wir auch einen Gang runterschalten und haben dann uns erstmal entschlossen, über ein Blutbild zu schauen, ob sich irgendwo ein Hinweis ergibt auf eine Infektion, auf eine möglicherweise auch eine Blutarmut oder irgendetwas. Wir warten jetzt mal noch die Ergebnisse ab. Ne? Und schauen dann mal, was sich das zeigt. Ja, danke. Die Patientin ist auch schon drüben. Okay, ich komme gleich. So, du mach dir mal keine Sorgen. Ne? Also wir kriegen das schon wieder hin. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen ab, was die Blutergebnisse sagen. Da kommen so ein paar Extraschläge oben auf dem Herzrhythmus. Ist aber alles nichts Schlimmes. Okay, ja? Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja? Okay. So, mal schauen. Ah ja, okay. Also, wie ich es mir gedacht habe, eine ganz klare Eindichtung im unteren Lungenflügel, das ganz klar eine Lungenentzündung bedeutet. Also von daher eben jetzt auch das Problem mit der Luftnot, weil sich da alles zusetzt. Das muss behandelt werden. Wir haben schon eine Vigo gelegt. Da wird jetzt demnächst auch eine Antibiotika-Behandlung begonnen über die Vene. Das heißt, Sie müssen auf jeden Fall 1, 2, 3 Tage hierbleiben. Sie müssen immer damit rechnen, dass so eine Lungenentzündung auch auf den Herzmuskel übergehen kann. Sie können eine Herzmuskelentzündung davontragen und dann für den Rest ihres Lebens möglicherweise eine Einschränkung haben ihrer Lebensqualität. Insgesamt muss man sagen, dass auch eine leichte Erkältung nicht bagatellisiert werden darf, weil sich dann das Virus oder das Bakterium auf den Herzmuskel setzen kann. Es kann zu einer Herzmuskelentzündung kommen, welches dann möglicherweise einen Herzschaden mit sich bringt und man somit dann für den Rest des Lebens eventuell dann auch darunter zu leiden hat. Von daher muss das jetzt adäquat und schnell behandelt werden. Ich habe schon reingeschrieben, dass die Antibiotikatherapie gleich beginnt. Mhm. Ja, und Sie können ja dann ein paar Sachen, Sie können dann ein paar Sachen besorgen. Ja. Okay. Jetzt machen Sie sich aber mal keine Gedanken. Also das kommt alles wieder in Ordnung. Ne? So ist es nicht. Aber für die Zukunft, damit ist nicht zu spaßen.
Das kann auch einen Schuss in den Ofen geben. Das war besser, die Erkältung ausprobiert. Ja, genau. Okay. Die Patientin blieb für 3 Tage im Krankenhaus. Ihre Lungenentzündung wurde erfolgreich auskuriert. Sie achtet in Zukunft mehr auf ihre Gesundheit. In der Zwischenzeit forscht Dr. Simon Krothmann anhand der Blutergebnisse nach einer Erklärung für die Herzrhythmusstörungen des 13-Jährigen. Die weißen Blutkörperchen sind in Ordnung, also es ist kein Infekt, der da ist. Da ist in Ordnung, die Senkung ist gut, das ist auch in Ordnung. Mal schauen. Oh. Oh, aber er hat bei den Elektrolyten. Oh, er hat einen ganz extremen Kaliummangel. Ja, das ist ja komisch. Woher könnte es denn kommen? Das ist ja, keine Ahnung, Kalium. Also, hat er irgendwo eine chronische Darmentzündung? Hat er irgendwelche Durchfälle? Hast du Durchfall gehabt in der letzten Zeit? Bauchschmerzen? Oder hast du irgendwas? Irgendwas vom Essen her? Sie sagen ja, er hat sich gut ernährt. Er hat auch keine chronische Darmentzündung. Oder vielleicht in der Familie bekannt wie eine Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Überhaupt nichts. Die häufigste Ursache von einem Kaliummangel ist ein Flüssigkeitsverlust, ein vermehrter Flüssigkeitsverlust, zum Beispiel über eine Magen-Darm-Störung, also mit chronischem Durchfall oder akutem Durchfall, vermehrtem Sport und verminderter Flüssigkeitsaufnahme. Aber all das auf Nachfrage wurde erst einmal verneint. Ja, das ist aber, Entschuldigung, das ist komisch. Das ist bestimmt Papa. Sport gemacht, erbrochen, Magen-Darm-Störung, irgendwo eine so eine akute Magen-Darm-Störung gehabt. Hallo? Hey, wir sind hier unten. Kommst du bitte in die Notaufnahme? Ja? Prima, danke. Tschüss. Nur heute in der Schule. Sag mal, Jonas, was ist das hier? Das sind ja Unmassen an Süßigkeiten. Wieso sind die in deinem Rucksack? Als die Mutter dann im Rucksack ihres Sohnes eine ganze Handvoll an Schokoriegeln und so weiter entdeckt hat, war sie sehr aufgebracht und vollkommen aus dem Häuschen und ja, fast schon ärgerlich dem Sohn gegenüber, wie er denn überhaupt dazu käme, diese Süßigkeiten da einzuheimsen. Allerdings ist das mehr ein ernährungstechnisches Problem und hat keinerlei Auswirkungen auf den Kalium- oder auf den Elektrolythaushalt. Ja, das ist aber, ja, aber das mag ja sein, das ist vielleicht jetzt nicht das Gesündeste. Der Vater ist da, Entschuldigung. Ja, hallo. Hallo, ja, hallo. Hallo, wie geht's dir? Wir sind jetzt gerade dabei. Also er hat einen sehr, sehr starken Elektrolytmangel. Kalium fehlt ihm. Und jetzt überlegen wir, sind wir gerade dabei, irgendwo herauszubekommen, woher kann das denn kommen? Also so geht's ihm gut. Was hast denn du da alles im Rucksack? Zeigen Sie mal. Also, ja, das kann's aber, nein, also das, ich guck auch mal. Aber das sind ja ganz normale Süßigkeiten, daher kann das nicht kommen. Ne? Also, irgendwie was, Jonas, wie oft haben wir dir gesagt, wie schädlich dieses süße Zeug sowas, für dich ist? Was ist das? Ist das dein Rucksack? Ja. Was ist das? Als ich dann die Schokolade selbst in die Hand nahm, um zu sehen, wie die Inhaltsstoffe sind und sie dann zurück in den Rucksack gelegt habe, fiel mir plötzlich ein Blister in die Hand, der jetzt ganz klar belegen konnte, woher der Kaliummangel kam. Abführkapsel? Nimmst du die? Ist ja halb leer, die Packung. Doris, hast du das schon mal gesehen? Nein, absolut nicht. Jetzt nimmst du die? Ist, ja, ich möchte halt nicht etwas dicker werden. Dann nehme ich die halt, damit ich halt Schokolade essen kann, aber nicht dicker werde. Das heißt also, wenn du die Kapsel nimmst, dann hast du ein bisschen Durchfall und damit geht dann... Ja. Ist die Schokolade wieder raus, sozusagen. Okay, ne? Ja, aber dann ist das natürlich eine Erklärung dafür, nur, dass sich da dein Elektrolythaushalt vollkommen verschoben hat und damit über den Durchfall du permanent Kalium verloren hast. Ist er denn jetzt stabil? Oder? Nee, er ist eben nicht stabil. Deswegen ist er hier, ist er eben dann zusammengebrochen und er hat Extrasystolen. Und das ist dem... Aber wir wissen jetzt zumindest, woher es kommt. Es hat wohl den Anschein, dass der Junge wirklich auf mehr die interfamiliäre Problematik, das heißt also die Abneigung der Eltern gegenüber von Süßigkeiten, dazu übergegangen ist. Die mögliche negative Auswirkung durch die Einnahme von Abführmitteln zunichte zu machen und somit eben an Gewicht nicht zuzunehmen. Er muss hier bleiben für 1-2 Tage. Wir werden ihn mit Kalium versorgen. Wir können auch schon mal gleich eine Infusion voll machen. Ne? Das reagiert sehr schnell. Sobald der Kaliumhaushalt wieder aufgesättigt ist, aufgefüllt, dann normalisiert sich auch ganz schnell der Herzrhythmus. Vielleicht, dass Sie mit ihm so einen Kompromiss schließen, dass er vielleicht mal so 1-2 kleine Süßigkeiten am Tag bekommt. Dann kann er das auch offen machen und muss das nicht so verstecken. Und dann ist so ein Missbrauch vielleicht dann auch ein bisschen reduziert. Ne? Du weißt selbst, Süßigkeiten sind nicht so gut. 1-2 am Tag. Aber hier, das geht gar nicht mehr. Ja. Und davon nimmt man auch nicht so zu, wenn du nur 1 Ball nimmst oder so. Ne? Und die wandern jetzt in den Mülleimer. In Ordnung? Gut.
Also. Genau. Die Behandlung ist eigentlich recht unspektakulär. Der Kalziumspiegel wird wieder aufgesättigt und sobald der wieder im normalen Bereich liegt, das passiert über Infusionen, normalisiert, wird sich auch der Herzrhythmus normalisieren und er kann wieder nach Hause entlassen werden. Generell ist der Familie dann mehr der Rat zu geben, weil sie ja sowieso schon eine sehr gute Ernährung zu Hause auch leben, dann doch auch immer mal wieder in einem offenen Gespräch auch dem Jungen so ein bisschen Süßigkeit zugestehen, was halt eben einfach bei fast allen Jugendlichen doch so ein Hype darstellt. Und das sollte jetzt nicht im Heimlichen passieren, sondern lieber offen kommuniziert. Der 13-jährige Junge konnte bereits am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen. Die Familie achtet jetzt gemeinsam auf eine ausgewogene Ernährung, zu der auch der maßvolle Genuss von Süßigkeiten gehört.